Der freie Fernsehsender FS1 und Triple TV präsentieren demnächst auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Meine lieben Zuseher, jetzt besichtigen wir mal gemeinsam dieses Festival. Wie ihr seht, hatten nicht nur die Kinder dort einen Riesenspaß, wie zum Beispiel bei dieser Hüpfburg. Denn auch für die Erwachsenen war ein großes Angebot an vielen sehr interessanten und lehrreichen Messeständen zu finden. Und einen Messestand werde ich für euch jetzt mit einem sehr interessanten Interview näher bringen. Also, kommt alle mit! So, liebe Leute, jetzt ist der Tag zu Ende von diesem wunderbaren Medienfestival. Leider habe ich mich sehr zerreißen müssen. Ich war von Crypto TV heute leider alleinig da, weil ja mein Partner ist leider ausgefallen. Tut ihm leid. Darum habe ich nicht so viele Stände euch näher bringen können in ein Interview. Aber einen Stand, den habe ich mir ganz besonders aufgehalten. Da habe ich wirklich gebeten, dass ihr wirklich am Schluss wart. Da bin ich sehr dankbar. Gerne. Wer seid ihr denn? Ja, ich bin der Thomas. Ich bin die Doris, hallo. Hallo, ich bin der Roman. Ich habe gesehen, es bringt den Menschen wieder eine uralte Pflanze näher, die ja schon seit ewigen Jahrtausenden ein wichtiges Kulturgut für uns war. Und wir hätten sicher nicht so weit gebracht, denke ich immer, wenn es diese Pflanze nicht gegeben hat. Was ist eure Intention, hier Produkte aus was anzubieten? Aus Hanf. Alles aus Hanf. Aus Hanf. Ja. Bis auf das Papier, wo es eingepackt sind, dann die Sachen. Aber ansonsten okay. Ist überall Hanf drin. Und warum seid ihr auf diese Intention gekommen? Ist es eine Berufung oder seid ihr da reingerutscht? Oder? Ja, es ist auf alle Fälle eine Berufung. Ja? Also wir haben den Förderungsverein für Hanf und alternative Lebensweisen gegründet. Mhm. Den gibt es jetzt seit März. Wir sind eigentlich nur Frischlinge in dem Bereich. Mhm. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, wir wollen einfach den Hanf den Leuten wieder näher bringen. Er war immer da, er ist eine Pflanze, die auf unserer wunderschönen Erde wächst. Und er gehört einfach wieder ins Bewusstsein gerufen. Du kannst alles machen damit, du kannst dich ernähren davon, du kannst dich anziehen damit, du kannst Häuser bauen damit, du kannst Plastik machen damit, du kannst den Boden wieder reparieren. Was kann man nicht damit machen? Das ist eine gute Frage, über das haben wir noch gar nicht nachgedacht. Fällt nichts ein. Kannst Treibstoffe daraus machen? Ja, also du kannst im medizinischen Bereich in die Heilung gehen damit, jetzt vor allem mit dem CBD. Das ist eine echt gute Frage, danke. Was habt ihr für Produkte? Also was macht man aus Hanf? Was bietet ihr an, was man für sein Hausgebrauch sich zugute tun führen kann? Mach ich? Gut, ja, in erster Linie, wir haben da, wie man sieht, einen kleinen Herd stehen. Man kann damit kochen. Wir haben Hanfnudeln da gehabt. Das ist eine Dinkel-Hanf-Mischung. Die haben wir verkosten lassen. Dazu gibt es ein super geiles Hanföl. Aha. Auch aus den Hanfsamen gepresst. Darüber haben wir dann noch ein bisschen Chili-Sauce. Mit Hanf natürlich. War irrsinnig lecker, war ein absoluter Reißer. Das hat an jedem geschmeckt. Auch die gesagt haben, nein, gib mir nur ein wenig. Und ich bin halt einer, der halt gern dann mehr drauf schmeckt. Und das ist alles gegessen worden. Alle waren begeistert. Allein essen. Das ist, und du hast mit den drei Sachen Nudeln, ein bisschen Hanföl und ein bisschen Chilisauce mit Hanf drin, ein vollwertiges Essen. Das ist alles drin, was du brauchst. Das Hanföl, kann man das erhitzen oder ist das wie ein Salat? Es ist besser, wenn es nicht erhitzt, aber das ist generell bei Naturprodukten. Man soll jetzt einfach die Sachen nicht wirklich heiß machen. Man soll jetzt ja, ausschütten, drüber laden über die Nudeln und genießen. Vom Geschmack her ist das Hanföl zum Beispiel, es geht schon fast Richtung Kernöl, aber es ist viel dezenter. Es ist viel dezenter. Also, ein Steirer wird sicher nicht nein sagen, sozusagen. Tja, konnte auf alle Fälle unbedingt, nicht nur die Steirer, genau. Unbedingt probieren. Ich liebe Kürbiskerne. Und wenn wir da kurz drüber gingen, dann haben wir Tesling, das sind Kräuterteemischungen mit Hanfblättern, reine Hanfteemischungen,
Wir haben ein Bier da, das mit Hanfblüten verfeinert worden ist. Das war ein absoluter Reißer. Ich glaube, wir haben am allermeisten Bier abgegeben da, für alle. Also, man kann sogar einen Schwips davon kriegen. Absolut, absolut. Okay. Aber nur vom Alkohol in dem Fall. Ja, ja. Kurze Frage, ich brauche 5 Hanfbier. Habt ihr noch welche? Boah, da müssen wir echt schauen. Du, ja. Wir schauen gleich. Oder die 4 da, die da stehen. Ich die kannst du gern nehmen. Das geht dahin. Du weißt, wir nehmen freiwillige Spenden. Super, nimm da gerne. Da rein und dann ist gut. Dankeschön, danke dir. Also freiwillige Spenden, ist das kein Fixpreis? Oder wie nein, nein. Jetzt? Wir kaufen zwar die Waren selbst ein, wir haben sie ja ein kleines Stadtkapital auf Seiten liegen, mit dem kaufen wir ein, beziehungsweise unterstützt uns die Firma Hemp Selection, der Stefan, das ist ein guter Freund von uns, aha, unterstützt uns da sehr mit seinen Waren und wir gehen halt raus und sagen, Leute, gebt was ihr wollt, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, dass er Hanfprodukte probieren kann. Ja, darum nehmen wir freiwillige Spenden oder gar nichts. Wenn einer nichts geben kann, dann kann er sich gern was mitnehmen und trotzdem probieren. Es geht einfach wirklich um die Verbreitung, um das Wiederaktivieren vom Wissen über den Hanf. Wir haben vor 80, 100 Jahren haben wir alles Mögliche aus Hanf gemacht. Levi's hat lange Zeit Jeans aus Hanf produziert, hat damit Werbung gemacht. Die haben die Jeans zwischen 2 Pferde gespannt und haben die versucht, mit den Pferden die Jeans zu zerreißen. Das war ein Ding der Möglichkeit. Ein Hanf-Jean im Schnitt halt 30 Jahre, was in der heutigen Zeit natürlich in der Wegwerf-Konsumgesellschaft ja, eher nur verpönt ist, aber da wollen wir wieder hin. Ich hab gern meine Hosen lang, aber ich quäl mich an solche Sachen. Es wird doch ein Gewohnheitstier. Wir sind nachhaltig. Ja, absolut, genau. Nachhaltig, ja. Und wir wollen auch, wir gehen auch mit dem natürlich auch einen neuen Weg. Also wir sind da im Vertrauen, damit uns die Leute oder die Menschen einfach den Wert erkennen. Wir lassen auch die Preise dran, wo du das normal im Geschäft zum Kaufen hast und sagen eben dazu, das zahlen wir auch. Alles, was drüber geht, geht an den Verein, dass wir das weitermachen können. Alles, was drunter ist, ist völlig in Ordnung. Wir sind im Vertrauen, damit der andere das wieder ausgleicht. Und das funktioniert bis jetzt. Das ist voll aufregend, voll schön, damit es funktioniert. Ja. Was mich vielleicht noch interessiert, da kennt ihr euch sicher aus, weil ihr habt es euch sicher in- und auswendig durchstudiert. Warum ist der Hanf so in den Misskredit gerückt? Da gibt es mehrere Faktoren, zum großen Teil aber wirtschaftliche Faktoren. Eben, wir sind in einer Wegwerfgesellschaft, wo die Dinge 2-3 Jahre halten und für jeden ist normal, dass er Hosen nach 2-3 Jahren wegschmeißt, weil es einfach angefetzt ist. Ja, nicht nur das. Und der Hanf wird einfach Hanf sofort, man ist zugekifft, weiß ich nicht, die man mit Verbindung braucht mit Kiffen und Einstiegsdroge, aber die Pflanze bietet viel, viel mehr, als was jetzt eigentlich nur bei den Großteil der Menschen im Bewusstsein ist. Und da wollte man halt rütteln dran, dass man Nudeln essen kann und davon nicht zu ist, sondern dass der Hanf auch noch ganz andere Sachen mit sich bringt. Ja, der nächste Aspekt, also im Gegensatz zum THC jetzt, das CBD, das jetzt auch groß in den Medien ist, einer der vielen Wirkstoffe, die im Hanf drin sind, als Schmerzmittel zum Beispiel, in Krebstherapien wird es eingesetzt. Wir kennen irrsinnig viele Menschen, die Produkte einnehmen, die CBD-Produkte, und denen es wirklich besser geht, die jahrelang an der normalen herkömmlichen Medizin gehängt sind und Tabletten eingeworfen haben und gesehen haben, es funktioniert nicht, und die nehmen 5 Tropfen vom CBD und denen geht's gut. Und das ist schön, wenn du das siehst, da geht das Herz auf. Ja, also zum einen, es deckt eigentlich sämtliche Güter ab, es würde die Medizin revolutionieren. Mhm. Hausbau, Transport, alles. Ja. Die Künstler wissen sowieso schon lange, dass er eine sehr kreative Pflanze ist. Gell? Von Alkohol einmal abgesehen, du kannst nur trinken, da kannst sicher keine Autokarosserie auch draus bauen. Nein, funktioniert nicht. Ja. Das geht mit Hanf. Es gibt so in der Form keine einzige Pflanze, die das alles mit sich bringt. Das ist der Hanf, unsere Göttin eigentlich. Mhm. Also mir schwant da, das würde eigentlich unsere Welt retten, wenn man mal schaut, die Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit. Ja. Oder ja. Spinniger. Es ist in Italien, soweit du bist schon richtig, du bist schon richtig. Ja. So deswegen mir auch so. Und deswegen wollen wir das einfach wieder ins Bewusstsein rücken. In Italien ist jetzt ein Gesetz erlassen worden, meines Wissens nach, dass Hanf in Gebieten mit schlechtem Boden gepflanzt werden soll. Aha, weil, oder muss eben, weil der Hanf den Boden wieder aufarbeitet und aufwertet. In Russland wird, Tschernobyl, wo viel verstreut ist, wird Hanf gepflanzt, weil er die Radioaktivität aus dem Boden nimmt. Eine geniale Pflanze. Absolut. Ja. Absolut. Habt ihr jetzt noch vielleicht irgendein abschließendes Wort?
Ein abschließendes Wort. Ja, Leute, bitte hört auf zu glauben, der Hanf macht nur zu, der Hanf macht Leben. Der Hanf ist Leben. Euch. Informiert euch ein bisschen. Ich möchte mich auch bedanken, dass es gekommen seid zu dem Medienfestival. Ihr habt da wirklich viel mitbelebt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und vor allem auch die Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt Interesse erlangt, die Welt ein bisschen besser mitzugestalten. Wie gesagt, es ist nicht alles immer nur mit Rausch betont. Es hat auch seinen Nutzen. Mhm. Und ich werde mir jetzt noch ein bisschen weiter umschauen. Jetzt war, jetzt habt ihr euch einen Feierabend verdient, gell? Jetzt werdet ihr es wahrscheinlich abbauen. Ja. Das für das Wochenende haben wir genug. Das war irrsinnig schön, entspannend. Ja, super Leute. Lehrreich, da. Ja, super Leute da. Gerne wieder. Wunderschöne 3 Tage haben wir erlebt, gell? Mhm. Toll. Super toll. Dann. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder vorbei bei CryptoTV, im OkiTalk und auch bei allen anderen alternativen Medien. Namaste. 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 Danke. Vielen Dank.